Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir sind mittlerweile schon in Indol angekommen und sollen jetzt in diesen weißen Palast dort hinein. Und da gibt es angeblich eine Unterkunft für uns, wo wir mal übernachten können. Und genau dort werden wir doch jetzt so langsam mal hingehen. Ich bin echt gespannt, was uns dort erwartet. Können wir uns nochmal schnell die Stats ein bisschen anschauen. Wir sind aktuell Level 42, 47 und 43. Und ja, ich muss sagen, es geht eigentlich gut voran. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Gold. Also da habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf, glaube ich. Aber ich glaube, ich kaufe auch einfach zu viel. So, machen wir das Bildmachgerät an. Servus. Und dann werden wir mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Die 43. Folge schon. Mann, die Zeit vergeht. Willkommen auf dem Siorius-Platz. Herzstück des Prätoriums von Indol. Dieser Ort gilt als kleine Oase der Erholung und steht sowohl Bürgern als auch Besuchern offen. Ach, so ist das. Einige nutzen ihn, um heilige Gesänge zu üben, andere wiederum unterrichten Kinder und sitzen still da, um zu beten. Doch eines ist ihnen gemeinsam, sie leben alle zusammen in Einklang, auf Geheiß seiner Eminenz des Praetors. Oder Praetors. So, dort hinten sehen wir schon wieder Quests. Die werden wir aber gleich mal annehmen. Melika. Ah, wer seid ihr? Was ist vorgefallen? Moment, ihr seid gar nicht von hier, oder? Puh, dann ist ja gut. Ich heiße Melika. Meine Mutter wurde im Krieg zu einer Waisen und hat mich hier in Indol großgezogen. Ich bin also eine Gormoti und das, obwohl ich noch nie in meinem Leben in Gormok gewesen bin. Entschuldigt bitte meine Reaktion von vorhin. Es ist nur so, dass ich mich seit einiger Zeit ständig beobachtet fühle. Um genau zu sein, seitdem ich dem Chor von Indol beigetreten bin. Alles in Ordnung? Naja, ich habe das Gefühl, es treibt mich langsam, aber sicher in den Wahnsinn. Oh je, fies. Ob ihr wohl für mich herausfinden könnt, wer mir da hinterher spioniert? Ich fürchte, es führt keinen Weg daran vorbei. Die Pflicht ruft. Dromach, kann ich auf deine Hilfe zählen? Selbstverständlich. Ich werde euch dienen, so gut ich kann, edle Morak. Ihr helft mir? Vielen, vielen Dank. Vielleicht solltet ihr euch zuerst unter den Stadtbewohnern umhören. Unterhaltet euch einfach und ihr wägt ganz beiläufig meinen Namen. Vielleicht springt ja jemand drauf an. Der Verfolger muss ja aus Indol kommen. Da bin ich sicher. Wieso sollte ich jemand von auswärts um mich scheren? Ich werde hier auf euch warten. Falls ihr etwas herausfinden solltet, sagt mir bitte Bescheid. Okay. Machen wir jetzt aber nicht. Jetzt gehen wir erstmal in den Palast. Genau, dann gehen wir mal in den Palast. Hier gibt es auch eine Quest. Ronny. Kann ich dich kurz was fragen? Ihr wollt was über das... Geht schon weiter. Das Chormädchen namens Melika wissen. Tut mir leid, ich kenne sie kaum. Frag doch mal diese eine Orianerin. Albina heißt sie, glaube ich. Vielleicht kennen sie beide sicher. Sie ist eine von den Flüchtigen hier und erzählt andauernd, dass sie dem Chor um jeden Preis beitreten will. Das wird unten in dem Flüchtlingscamp sein. Haben sie aber schon länger nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was sie in letzter Zeit so getrieben hat. Hilft euch das? Mir fällt mir dazu leider nicht ein. Ach, so ist das. Ich bedanke mich. Okay, da hätten wir schon mal ein bisschen was gelöst. Schau mal, ich will erst mal ein bisschen hier nachschauen, ob es hier noch irgendwo Sammelpunkte oder sowas gibt. Evening is upon us, it seems. Fatigue is a silent killer. We had better rest soon. Okay, ich glaube, hier geht's ja gleich weiter. Die war doch gerade noch hier. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Palast. Und wir sollten uns links halten. Ort Heiligtum von Indol. Hey, Hof der Schöpfung. Congratulations. So, wir sollten uns links halten. Genau, also da lang. Gästeflügel, Amalia.
Fan Lanorn hat uns eure Ankunft bereits angekündigt. Ihr musstet auf eurer Reise sicher zahlreiche Strapazen erdulden. Wir haben euch ein paar Zimmer hergerichtet. Bitte nutzt diese, falls ihr euch ausruhen möchtet. Übernachten? Jawohl. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Gut, wir übernachten mal. Ich hoffe mal, wir können vielleicht ein bisschen leveln oder so. Your audience with the Praetor is scheduled for tomorrow in the Sanctum's audience chamber. If there is nothing else, I shall take my leave. Okay. Thanks for all your help. My pleasure. Good night. Night. Hey, Pyra. So, Adam, what kind of a person was he? Should I ask Mithra? No, it's fine. I was just wondering. He was incredible. Incredible? In Mithra's memories, I mean. I knew him only very briefly before I went to sleep. But Mithra can't remember a more genuine, courageous person. She had never met a more wonderful man. He sounds like a real hero. Ob sehr eifersüchtig. And you remind her of him a lot. Oh, I do I? Great. Wait, what? I suppose Mithra won't be very pleased I told you that. Pyra, come on. I agree with her, you know. It's cold this morning. Miss Fan. Oh, has somebody got a little crush? Nia, what are you doing here? Early riser, always have been. Oh, I see how it is here. I wonder what Pyra and Mithra would think. Hey, no. You got the wrong... Just... Just what? Go on. I don't know. I thought she looked... sad. Oh. Good morning, you two. There's still some time before your audience. Sorry, we just woke up really early. Ah, I see. That's a pretty nice mural. Very... grand. It depicts the creation of Allrest. They say this mural was painted long ago, when the nation of Indol was still new. Oh, you've been looking at it for a while? They're missing. What do you mean by they? My memories. I know that I must have been around since this mural was first painted, or even earlier, but I don't remember that time at all. Well, you had a blade. I don't know who I was, or what I did. And I'd really like to. Mithra's lived for an awful long time. Maybe she'll know something about you. Mithra called me Haze earlier. Could it be possible that she met me somewhere before? Sometime in the past? Do you want to ask her later? Could I? Thank you very much. No need to thank me. You helped us too. Look at you going all red. I'll tell Pyra, I swear. What? I told you it's not like that. We'll see. Hey, relax. You'll give yourself wrinkles. A driver and blade are one in body and soul. It was you who told me that. Well, the other you, I mean. You mean Mithra? Of course. It was 500 years ago, so perhaps you have forgotten. Oh, I do remember saying that. So it's true? But how could she possibly remember?
You're wondering how I could remember words from so long ago? What's this? You could call it a diary, I suppose. It contains details about my past lives. It's the only way I have to remember. When we return to the core crystal, our minds are wiped clean of all memories. Though a blade's life is eternal, our effective lifespans as individuals are far shorter than a human's. You know, it's not just me. A lot of blades try to preserve their memories in journals like this one, even though it's often futile. After all, a core crystal cannot protect a diary. Usually, the volume is lost to us, along with our memories. I'm fortunate amongst blades. I'm passed down as an imperial treasure and recorded in official chronicles. Bridget? I don't know where your true intentions lie. I can only make an educated guess. But Rex, he is your driver. If you truly trust him, I would advise you tell him everything. If you can't do that even for him, you shouldn't be his blade at all. I just... If you care about him, it's even more important. I know what it's like to be afraid of rejection. I really do. But if you don't tell him now, you're just storing up pain for later, not making it easier. The way you say that, you really do see right through me. Well, we go back a long way, as you recall. And we're both blades, after all. Gleich muss es soweit sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich werde langsam echt nervös hier. Und du sagst, und dass du zu mir nichts Unhöfliches sagst, hörst du? Boah, ja, Opa. Der Audienzsaal ist auf der anderen Seite vom Hof. Ist nicht weit. Gehen wir. Auf keinen Fall dürfen wir eine Verspätung riskieren. Immerhin treffen wir den Praetor höchst selbst. Mal schauen, was das für einer ist. So. In diese Richtung. Schon wieder irgendwas looten können. Eine Schatztruhe oder so. Boah, die Musik ist so der Hammer, echt. So, das wird der Thronsaal sein, sozusagen. Ich glaube, das ist der Adam, oder?
Kann es sein? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Praetor. Praetor Amaltus. The boy has arrived, Your Eminence. Thank you. Der schaut ja kriegsgrimmig rein. Ich glaube, dass der böse ist. So you're Rex. I've heard much. Hi, you're not the Praetor, are you? Huh? No way. Indeed. I am Amalthus. I understand your surprise. I imagine you expected somebody older. We heard that you were Cole's driver. Your Eminence. Sorry. No need for formalities. I am a mere representative of the Praetorium. The name Praetor is simply a decoration, if you will. In any case, we're the same, you and I. Aegis drivers. I consider us equals. I feel a bit better now you've put it that way. Your Eminence. You're different somehow. I seem to recall a more forceful personality. Oh, I almost forgot. Here. I got this from Cole. He said it belonged to you. Please. Ah, Cole. That brings back memories. We're looking for a way to Elysium. Cole told us that you would know the way. I have to get to Elysium. To save Allrest, any way I can. I mean, we won't know for sure what we can do until we get there, I suppose. But if the stories are true, it's somewhere we can all live safely. It has to be real. Long ago, too long ago, I used to think like you. Indeed, it led me to climb the world tree. However, I did not find Elysium or the architect. I believe it was because I was unworthy. Rex, I know your desire all too well. I shall help you on your quest. Really? Oh, thank you so much. No need for thanks. This may be my destiny. The reason I've lived all these years. And now... Pyra. My name is Pyra.
I would be honored to have a moment alone with Pyra. I'd like to reminisce a little. Da bin ich ja nicht so begeistert davon, wenn ihr alleine mit der Pyra redet. So old man Cole really did know the Praetor. Who'd have thought? World is small place. Will Pyra be okay by herself? He's a Praetor, dimwit. What's he gonna do, eat her? Back there, I felt something weird for a second. What? Rex? It felt like we were talking to that Malos guy. You're imagining things. You know he's Malos's driver and it's messing with your head. They not seem alike to me. No, I know. It was just for an instant. Just this one moment where I couldn't tell if we were talking to the Praetor or Malos. Sorry. I'm not explaining it well. There are blades who are influenced a lot by their drivers during resonance. Their appearance, their personality. That's probably all it is. Perhaps it was due to your bond with Pyra. That could have heightened your perception of such things. It was painted 1500 years ago. Even through exposure to the elements, it has never needed repair, always as pristine as the day it was made. The technique is long forgotten. I often wonder if we are growing as a people, or in fact, regressing. What do you think? Well, I'm just amazed at how little you've changed. Has nobody ever wondered about that? I am Indoline, and the driver of an Aegis. It keeps me young. If you say so. Why do this now, though? You've never let anyone go there before, have you? Times change, Mithra. So do people. That's not an answer. I would like to believe there is one who can reach the architect and save this dying world. Is that really so strange? And Rex is the one. Would you have resonated with him if he did not hold such potential? Ja, der ist mir nicht ganz koscher, der Typ. Es tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Pyra ist zurück. Was wollt ihr denn von dir? Eigentlich hat ihr die meiste Zeit mit Mithra geredet. Irgendwie kannten die beiden einander von früher. Kann das sein? Ja. Verehrte Gäste. Oh, hallo Fan. Der Tag war sicher anstrengend für euch. Bitte fühlt euch eingeladen, eine weitere Nacht bei uns zu verbringen. Das klingt gut. Wir haben zwar nur mit dem Praetor geredet, aber ich fühle mich trotzdem wie geredet. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, diese fantastischen weichen Betten noch einmal in Anspruch zu nehmen. Ich auch nicht. Und Tora, erst recht nicht. Kuschelweiche Betten machen Fell am nächsten Morgen so schön fluffig. Dann also zurück zum Gästeflügel des Heiligtums. Okay. So, dann gehen wir doch mal zurück. Und da ist schon wieder das Ausrufezeichen. Das will jetzt gleich mal, bevor es wieder verschwindet. Kann ich dir kurz was fragen? Ihr steckt nicht in diesem Mädchen unter einer Decke, oder? Nun, da kann ich es euch ja ruhig erzählen. Das ist so ein junges Ding, das Melika ständig beobachtet. Hängt ziemlich oft mit zwielichtigen Gestalten herum. Einmal wäre es mir fast geglückt, mich hier heranzupirschen, um zu lauschen. Aber da war die Meute schon fort. Mehr kann ich euch leider auch nicht sagen. Tut mir leid. Ich bedanke mich. Okay, dann haben wir schon wieder den nächsten Hinweis. Bin ich denn jetzt? Jetzt
Ich bin ja falsch gegangen, ich muss hier hinten rein. So, dann reden wir nochmal mit ihm hier. Still intact after all these centuries. Amazing. Pinnacle of flesh-eater technology. Tenacious creatures, humans. I'm so sorry to do this to you. I see. Very well. It appears Senator Roderick paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects. Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? The issue His Majesty mentioned. If that is the case, he must be making covert deals with the Praetorium. Curse that man! Oh, whoa, whoa, whoa. What the fuck? Was geht da ab, ey? Sincere apologies, everyone, but I come with an urgent request. Please go to the audience chamber at once! Hope you will be the bearer of good news. Whoa! I've still got a better and better. So, die sind auch schon wieder da. Wir müssen aber dann zum Audienzsaal. Der andere ist noch unterwegs.
in, boss. I'll apply myself fully. Speichern mal. Okay. Also Zwischensequenzen sind hier schon echt heftig. Kommt mir gefühlt so vor, wenn man nur bis jetzt das halbe Spiel eigentlich wirklich gespielt haben und das andere waren Zwischensequenzen. Aber man erfährt ja doch extrem viel über die Geschichte. So, jetzt werden wir uns gleich die nächste Sequenz reinziehen. As you may know, there is a demilitarized zone between Mor-A-Dane and Uriah. Temperantia, think of it as a buffer between the two nations. We've received word of fighting in the area. Mor-A-Dane are in possession of a Titan weapon. They're advancing as we speak towards the Uriah garrison. Impossible! Well, the two countries' Titans are at their closest right now. You're saying we were waiting for a chance to strike? Unthinkable! Our people would never go to war against His Majesty's will. At any rate, we must investigate. Yes, you're right. Praetor, I beg your leave. We need to find out what's going on. Your Eminence. Thank you. Your Eminence, we... Might I ask you to assist Special Inquisitor Morag in her investigation? We have no reason to refuse, and you needn't worry about me. I am quite grateful to hear that. Let's go after them. Hurry. Jetzt kann ich die wieder nicht ändern. Das ist immer schwierig, weil ich einfach keinen Tank dann dabei habe. Wir probieren es mal so. Wir können dann immer noch durchswitchen. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Lasst mir auf jeden Fall Like, Kommentar oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch zur nächsten Folge wieder begrüßen dürfte. Würde mir sehr, sehr viel Spaß machen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.